Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 14 der Demo. Und ja, ich habe die Demo, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen zufällig rumgeht, ein bisschen erweitert. Wir haben komplett andere Vereine hier. Und ja, ich würde sagen, ich drücke einfach noch 10 mal auf Zufall und die Mannschaft nehmen wir dann einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit kann man leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, er kann bis 10 sehen. Boah, geil, Belgien. Hui. Ja. Vorneweg auch gleich eine Ankündigung. Und zwar wird es das FIFA 14 Demo Let's Play bald nicht mehr geben. Weil ich auf die Scheiße keine Lust mehr habe. Nein, Spaß. Das Spiel macht eigentlich nur alles dieselben Trikots kaputt. Na super. Sondern das ist wirklich ein Bug. Jetzt ist blau, komisch. Nein, die Musik, ich hab die Musik vergessen. Nein, Musik aus. Gott, ey, ich bin so schusslich. Ja, und zwar gibt es das bald so nicht mehr, sondern ja, das werden wir dann schon sehen, auf jeden Fall. Die Demo hat mir immer Spaß gemacht, gerade jetzt, wo ich die Vereine immer weiter erweitert habe. Und ja, es ist halt so, dass hier steht Profi, dass ja, wir uns einfach überraschen lassen, was passieren könnte, oder? Da, 3D. Und zwar will ich halt nicht zu viel ankündigen, bevor das nicht klappt. Jedenfalls, ja, stellt euch mal darauf ein, dass die Demo, das FIFA 14 Demo Let's Play so nicht klappt. Weil es keiner guckt und wenn mich keiner abonniert und weil keiner Likes drückt und kommentiert und nein, das machen andere Let's Player, die stellen Let's Plays ein, weil die anderen das nicht gucken. Aber bei mir war es halt schon immer so, dass ich gesagt habe, dass mir Spaß macht, das mache ich. Und die Demo macht mir Spaß. Von daher wird die auch gespielt. Nur halt mit der Eingrenzung, dass es demnächst dann vielleicht nicht mehr gespielt wird. Klingt alles ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein sollte. Aber ihr werdet es dann verstehen und keine Angst, ich bin nicht so wie andere Let's Player und stelle Let's Plays ein aufgrund von mangelnder Zuschauerzahlen und von mangelnden Kommentaren und so, klar. Oh, jetzt hängt es aber ein bisschen. Klar, würde man sich freuen, wenn Leute das gucken und kommentieren und es ihnen gefällt und auch gerne Sachen machen, die euch gefallen. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Ja. Oh, jetzt muss man langsamer werden. Boah, wie er es kann. Eigentlich gar nicht. Achso, die Flaschen müssen stehen bleiben. Und! Eiskalt! Nee, ich will das nochmal machen. Die hat Spaß gemacht. So. Hopp. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Ach so. Ach so. Hä? Alter. Sind wir hier im Trainingslager oder was? Ja klar. Und die Zeit läuft weg. Behutsam dribbelt er.
Sie bleibt stehen. Aber die Zeit läuft halt weg, ne? 8 Sekunden ist das Ganze wohl nicht mehr zu schaffen. Eiskalt! Bäms, Junge! Was? Was ist das für eine schlechte Bewertung? Ich hab da alles gemacht. Na, egal. Olympique Marseille gegen Belgien. Ja, und wie gesagt, andere Let's Player sind zwar nette Kerle, aber wenn die das so machen, finde ich das ein bisschen verkehrt. Ist zwar wichtig, was die Zuschauer gern sehen wollen, aber wenn sie halt das eine Spiel von dir nicht sehen wollen oder den Part nicht mögen oder so ein Trist, dann jawohl, Freistoß. Dann sollen sie halt das nicht gucken, ist doch ganz einfach. Was, die haben Freistoß? Nee, wollte schon sagen. Böser von Beuten. Freistöße kann ich natürlich quasi überhaupt nicht. Konnte ich mal bei FIFA 11 oder so, aber hier. Siehst du, sage ich ja. Noch nicht mal über die Mauer. Ich habe bisher noch nie einen gesehen in den Let's Plays, der in die Mauer geschossen hatte und die kamen alle richtig gefährlich. Sieht man mal, was ich da für ein Cut-Noob bin. Ja, es läuft hier alles heute wieder gut. Ist auch nicht mit dem Aufhören der Demo, weil ich das auf einmal nicht mehr kann und nur noch Scheiße spielen. Nein. Aber wie gesagt, Näheres erfahrt ihr dann demnächst. Ich will nicht zu viel verraten. Vielleicht kommt ein neues Let's Play. Vielleicht höre ich auf mit Let's Plays. Vielleicht komme ich ins Gefängnis, weil ich ein Cut Noob bin und nicht spielen kann. Und nie Tore erziele. Ach du Kacke. Und noch nicht mal einen Einwurf an den Mann bringen. Und die Grätsche so und so nicht bringen kann. Und gegen Belgien eiskalt verliere. Weil ich den De Bruyne nicht gestoppt krieg. Doch, den kann ich stoppen. Ja, das sieht doch hier fast nach Fußball aus. Ich habe echt meinen Spielfluss verloren. Alter! Jetzt fängt das schon wieder an. Man ist mit sich selbst unzufrieden, macht das Ganze nur noch schlimmer. Aber die sind genauso doof. Ich werde schon wieder müde. Alter Schwede. Schön gemacht, schön gemacht. Vorlob, Vorlob. Und... jawohl! Nein, Courtois! Du halb-französischer... Ja, der hat nichts mit Frankreich am Hut, aber Belgien und Frankreich, ihr versteht. Nee, bestimmt nicht, aber... Ich lasse mich immer noch zu einfach vernaschen, ey. Das muss mal aufhören. Clever. Ah, schau, ich dachte, ich krieg den Einwurf. Gut gemacht, Junge. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt gewinne ich alles. 10-0. Oh Gott. Oh, das ging so einfach. Erstmal zur Ecke, das ist mir egal. Ich bin noch auf Findungsphase. Irgendwann habe ich aufgehört, FIFA zu können. Und keiner weiß wieso. Schön gemacht. Komm, du bist schneller, du bist schneller. Geiler Ball. Und er ist wieder langsamer und lässt sich noch 100 Kilometer abdrängen. Das ist doch nicht normal. Letzte Woche, in den letzten Aufnahmen, hätte ich die alle noch mit dem Schlaf reingemacht. Im Schlaf reingemacht. Mit dem Schlaf auch. Alter, gib mir doch eher den Spieler. Und dann sowas. Du bist doch geistesgestört. Du bist doch geistesgestört. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was spiele ich hier zusammen? Kann mir jetzt jemand mal sagen? Was ist nur mit mir los? Auf die Müdigkeit kann ich das nicht schieben. Ich habe auch schon offscreen in den Zeiten, wo ich relativ, das muss man halt in den letzten Monaten sagen. Jetzt heißt es nach 3 Stunden, ist bei mir Wachsein relativ. Bin irgendwie nur noch dauermüde, komischer Wintermonat eben. Ja, geh doch zum Ball. Bist ja eh langsamer.
Ja, nimm noch mehr Tempo raus, Alter, weil das ist das. Wenn man voll Tempo drückt, dann läuft der ins Aus. Dann denkst du dir, yeah, nimmst du ein bisschen Tempo raus. Damit du nicht ins Aus läufst. Und dann. Das war doch kein Foul. Das war doch kein. Alter, die Schiris wollen mich doch jetzt echt trollen. Ball! Mann! Ja, und du grätsch, obwohl ich den nicht haben wollte! Alter! Komm, jetzt reiß dich mal zusammen, ey! Das ist doch nicht normal! Einfache Doppelpässe und dann wusch und dann ist der Ju durch und dann kommt keiner in den Sturm. Ja, wohin? Das ist das Problem! Hier ist keiner kurz! Was ist denn das für eine verkackte Aufstellung? Das sollte schon wieder faul gewesen sein. Wie, es ist kein Freistoß für mich. Ich weiß nicht, was da ein Foul war für keine der beiden Seiten. Aber nun gut. Schon wieder! Oh, wie viele, wie, Alter. Ihr seht, ich kann Freistöße, kann ich wirklich richtig gut. Genau wie Spielzüge, ihr seid gut, wohin? Ich bin seit gut 3 Spielen ohne schönen Spielzug, der auch mit einem Tor veredelt wurde. Einzelnen Spielen habe ich mal einen Spielzug pro Spiel, der ist gut. Aber geht nicht rein. Und dann baut man in der Abwehr so Mist. Ich habe noch nie ein Gegentor jetzt bekommen. Seitdem. Das geht zu einfach. Nimmer, ja, noch doofer kannst du dich nicht anstellen, Verteidiger. Alter, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Das bringt euch viel. Das bringt euch so viel. Ja, gut, das bringt euch doch was, wenn ich noch doofer bin als hier. Alter, und dann gibt er mir auf einmal einen anderen Verteidiger und wir kriegen den Ball nicht. Och, jetzt wird's aber lächerlich, jetzt wird's lächerlich. Ja, stell dich doch vor den Ball. Danke. Der macht kurz. Ungefährlich. Ich dachte, der schießt. Alter, werf doch da hoch. 100 Meter Vorsprung und der Foul! Das gibt es nicht! Mann! Das gibt es einfach nicht, ohne Mist! Ich kann hier machen, was ich will, wenn ich mal halbwegs gut durchgeschmische mit so einem hohen Pass. Oh, Scheiße, was mache ich denn da? Zum Ball! Alter, dann bleibt ja auch eiskalt stehen, da kann man drücken, wie man will, ne? Und jetzt hängt's. Ich hab gar nichts gesehen, sehr schön. Alter, ich krieg gerne Nerven. Was mache ich denn da? Gott, tut mir leid, dass ihr euch das angucken müsst. Er ist ja der letzte. Man müsste meinen, boah, nee, ein Zweijähriger kann besser FIFA spielen als ich. Alter, jetzt mache ich mal hier volle Offensive. Und 3-5-2, 3-5-2, 3-4-3, wäre es besser. Nehmen wir die Aufstellung so. Und von Idiwara Kabu, so. Chiru, Paye, Paye. Chiru kommt noch hier hin. Paye, so. Ayu, linker Stürmer. Gegner, rechter Stürmer, weil wo jener dort und der andere Ayu ins linke Mittelfeld. Wenn nicht, kommt nachher noch wie heißt der Salif? Khalifa rein. Die kann auch noch ein bisschen was im Sturm. Und dann gucken wir mal. Aber erstmal müsste ich hier irgendwie besser spielen, sonst nützen mir die Spieler nichts. Ich weiß nicht, ob es an der Aufstellung liegt, aber ich bekomme einfach nichts mehr gebacken. Keine Kombination. Schöne Einzelleistung scheitern auch immer. Wenn man hier 100 Meter Vorsprung hat und einfach weggedrückt wird. Ich kann nichts machen!
Der setzt einmal seinen Körper ein und ich bin 100 Meter im Rückstand, auch wenn ich 3 Kilometer Vorsprung hatte. Ey, Leute, Leute, Leute. Wenn ihr da irgendeinen Rat wisst, was ich jetzt anders mache als sonst immer, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin echt langsam hier am Verzweifeln. Und Freistöße bringen mir doch gar nichts. Noch nicht mal eine Freistoßflanke kriege ich hin. Alter, leck mich doch am Sack. Oh, der war mal gut und dann ein bisschen zu fest geschossen. Da hatte ich jetzt mal eine Idee, habe die auch konsequent umgesetzt. Schön angeschnibbelter Schuss, aber etwas zu hoch, weil ich die angeschnibbelten Schüsse erst seit paar Tagen heimlich trainiere und sie immer noch nicht kann. Wohin? Ist es im Sturm einfach keiner? Es ist zum Verzweifeln. Der Ball kam gut, aber jetzt kommt wieder das Tier van Buiten und abseits. Nee? Okay, warum hakt das jetzt so? Nicht mit dem Innenverteidiger nach außen ziehen lassen. Das habe ich gelernt mittlerweile. So ein bisschen. Auch wie man Fehlpässe spielt. Wie kann man denn den Ball dahin? Alter! Wir betteln um ein Gegentor. Das gibt's ja gar nicht, ey. Dann ziehe ich da voll durch in den Pass und der spielt ihn über 3 Meter. Leck mich doch echt am Sack, ey. Voller Ayu-Power jetzt vorne im Sturm. Das ist mir scheißegal. Vielleicht bringt das was. Ayu und Ayu. Wohin? Es ist schon wieder hier vorne keiner, den man anspielen kann. Alter, das ist doch. Alter, und der sind nicht am Ball. Ja. Die Tonlage habe ich drauf. Oh, dann stoppt der ab. Ey, leck mir doch die Eier. Es wird einfach nicht besser. Und jetzt fängt dann auch noch hier an, sich einen abzuruckeln. Kann doch nicht sein, wäre ich nur im Hintergrund den, wie nennt man das Teil? Mann. Firefox, wie nennt man das? Internetbrowser auf hab. Geh doch zum Ball, Mann! Und ruckel, 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 ey. Manometer. Was eine Kacke hier! Zum Glück nehme ich heute nur eine Folge auf, ey. Dann mache ich gleich Fußballmanager an und nehme da nochmal 100 Stunden auf. Und der läuft wieder in den Verteidiger rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gott, Jesus. Und ja, der hilft uns auch nicht. Dann hast du Glück, dass du hingefallen bist. Komm hier nicht an den Ball. Leck mir doch die. Ja, ich hab das schon zu oft gehört jetzt. Mann, 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 Mann. Was ich nur mit mir los, ey. Peinliches 0-0, das ist ja schlimm. Ab. Alter, der hat keine Chance da vorne. Da stellt einer seinen Körper rein und der ist 3 Kilometer hinten. Und ja, ich bin etwas frustriert und mache nur Grätschen. So, guckt. 5000 Meter Vorsprung. Jetzt kommt der gleich mit seinem Körper. Oder ich spiele einfach einen Scheißball. Oh, ja, Scheißball, da war er. Zack, Junge, ich zieh dir nochmal die Beine weg. Ah, schade. Ey, was liegt der da auf mir drauf? Der Spacken.
Ecken kann ich voll gut. Benteke muss raus. Lukaku kommt rein. Oder? Habe ich natürlich nicht mitbekommen. Und Ecken verliere ich direkt. Lukaku war das. Alter, geht zum Ball. Alter, geht zum Ball. Warum warten die alle auf den Ball? Ja, wir haben eine Ballstaffette über. Und dann spielt er wieder. Ey, ich hab voll durchgezogen und der spielt so einen Babypass wie die Bambinis, ey. Wie die letzten Bambinis. Aus. Komm schneller. Warum geht keiner die Linie? Geht doch. Kein Abseits. Und dann holt der Torwart den. Nein. Leck. Mann, ey, das gibt es nicht. Alter. Alter. Die mich mal haben. Oh Gott. Ach, da wollte ich erst nach unten spielen und dann doch nach oben. Diesmal war das meine Schuld. Dann bin ich auch ganz entspannt, weil ich weiß, dass es mein Ding war, das ich verbockt habe. Das regt einen ja auch nicht so aus, wenn man weiß, man ist selber der übelste Kacknoob und verbockt sowas zum Beispiel wieder. Aber es steht auch keiner halt wieder im Sturm, ne? Das wäre wieder. Wo soll ich denn da hinspielen? Da muss ich ja irgendwie mit meinen nubischen Fisch. Die ich habe, versuchen den Ball zu halten. Alter, nicht dahin passen, bist du bescheuert. Und jetzt so ein Pass, weißt du, ich drück eine halbe Stunde vorher passen. Manchmal trägt mich echt auf. Er trägt mich auf, ey, so ein kackiges, nubiges 0-0, ey. Fuck you. Wohin? Komm, nimm du den, ich hab keinen Bock mehr. Oh, Alter, man kann sie auch nur langsamer. Die spiele ich nie wieder. Muss ich aber. Schön gemacht. Und ist der unfähig? Ist der unfähig? Was macht der denn da? Wo schießt der denn den scheiß Ball hin? Ey, der weiß doch, dass wir nur eine Chance pro Spiel haben. Ist der denn von allen Teufeln verlassen? Und dann wieder so ein Pass, weißt du? Was ist das für ein Kacknub, der die Scheißpässe da spielt? Ist doch immer derselbe, oder? Der diese Baby-Bambini-Bälle spielt. Das ist Olympique Marseille. Da dürfte man doch wohl erwarten, dass einer einen vernünftigen Pass gespielt bekommt. Fick dich, Mann. Fick dich. Gib den Scheißball her. Jetzt gib den Scheißball her. Gibt eh keinen Angriff mehr. Kann ich nach vorne pelzen. Mann, ey, Entschuldigung für dieses Schaltspiel und, ja. Demnächst gibt's ja, wie gesagt, kein FIFA-Demo mehr. Das war jetzt ein krönender Abschied der FIFA-Demo und ein lauter Abschied. Da muss ich gucken, dass ich das so ein bisschen runterpegel, aber so ist das halt mit der Aufregung. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen, war eine schöne Zeit mit euch. Und vielleicht sieht man sich ja bald mal irgendwie wieder. Vielen Dank, einen schönen Tag und... Ciao.